Wir hatten bei der Tagesordnung vereinbart, dass wir nach dem Tagesordnungspunkt 14 den Tagesordnungspunkt 18 aufrufen. Das ist ein umfangreicherer Tagesordnungspunkt, zu dem es auch einige Rederechte gibt. Ich würde hier vorschlagen, dass wir zunächst um Einbringung des interfraktionellen Antrages bitten, dann in die Rederechte gehen und dann in die Fraktionsrunde, bei der die Freien Wähler beginnen. Soweit in Ordnung, dann darf ich die restlichen Damen und Herren bitten, Platz zu nehmen. Ehemalige Stadträte, die jetzt Bürgermeister sind, dürfen hier oben sitzen. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 18 und wir beginnen vorhabenbezogener Bebauungsplan, Wohnbebauung am Leutewitzer Park, ein interfraktioneller Antrag. Wer möchte den interfraktionellen Antrag einbringen? Herr Schmidt, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Beim Leutewitzer Park ist der Antrag, den wir vorliegen haben, ist ein kontrovers diskutierter Antrag, ein Thema, was mittlerweile seit mehreren Jahren durch den Geschäftsgang kursiert. Ich selbst bin seit 2 Jahren mittlerweile mit dem Thema beschäftigt und ich würde mich freuen, wenn wir heute am Ende auch mal einen Schlussstrich, zumindest unter den ersten Teil, ziehen können. Wir haben Ruhe. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen bei dem Eigentümer und natürlich auch bei der Bürgerinitiative. Der Eigentümer besitzt ein Grundstück, was er mal irgendwann erworben hat, was er bebauen möchte, was damals auch Bauland oder zumindest Bauerwartungsland war. Die Bürgerinitiative dagegen möchte dieses Land der öffentlichen Nutzung weiterhin zur Verfügung stellen oder gestellt haben, möchte Erholungsflächen haben. Die Entscheidung ist relativ schwierig, was man am Ende macht. Wir haben abgewogen und haben entschieden, dass wir dem Eigentümer die Möglichkeit geben wollen, auf dem Gelände zu bauen. Jetzt gab es im Bauausschuss nach vielen Runden hin und her am Ende einen Ersetzungsantrag der Linken, der dem zugestimmt wurde, der allerdings ein vergifteter Apfel ist oder ein vergiftetes Geschenk. Denn der Beschluss, den der Bauausschuss gefasst hat und der theoretisch heute als federführender Ausschussbericht vorliegt, sagt, dass dem Investor, also dass der Stadtrat sich zu dem Wald bekennt und dass die Verwaltung mit dem Investor in Verhandlungen treten soll, um ein neues Grundstück ihm anzubieten im Austausch, auf dem er dann bauen kann. Das klingt grundsätzlich gut, wir haben aber von der Verwaltung gehört, dass die Verwaltung gar kein Grundstück hat. Jetzt haben wir im Vorfeld gerade über das Thema kooperatives Baulandmodell diskutiert. Wir haben von Herrn Köhn ein Angebot vorliegen, dass er auf diesem Gelände bis zu 50% Sozialwohnungen bauen will. Und ich erinnere jetzt mal an der Stelle schon an die vorhergehende Debatte. Kollege Löser hat gesagt, die grüne Fraktion steht klar zum sozialen Wohnungsbau. Ich hoffe, dass der Antrag, den wir jetzt als Ersetzungsantrag hier einbringen, gemeinsam mit FDP und den Freien Wählern, die Brücke ist, die vielleicht doch zu einer Lösung führt, nämlich zu sagen, dass wir der Verwaltung jetzt den Auftrag geben, tatsächlich über ein Alternativgrundstück zu reden. Dieser Tausch soll allerdings bis zum Ende des Jahres vollzogen sein. Das heißt also, wenn die Verwaltung eine Fläche hat, soll sie das relativ schnell zum Ende führen und soll bis zum Jahresende einen Vertrag mit Herrn Köhn fixieren. Sofern das nicht erfolgt, tritt automatisch der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan auf dem ursprünglichen Gelände in Kraft. Das heißt also, wir beschließen theoretisch einen Aufstellungsbeschluss mit aufschiebender Wirkung. Das ist die Möglichkeit für Sie, alle hier im Raum, zu sagen, das, was Sie eigentlich wollen, nämlich einen Austausch des Flächen am Ende zu bekommen, wenn die Verwaltung relativ schnell handelt und ein Grundstück anbieten kann, dann ist der Beschluss genau in Ihrem Sinne, hier insbesondere auf der linken Seite. Und wenn das nie erfolgt, dann würde am Ende der Ursprungsantrag mehr oder weniger in Kraft treten, nämlich zu sagen, wir geben Herrn Köhn die Möglichkeit, auf diesem Gelände später möglicherweise zu bauen. Wie gesagt, wir reden ja auch nur über einen Aufstellungsbeschluss. Wir schaffen heute kein Baurecht mit diesem Antrag und mit diesem Beschluss. Das ist der erste Schritt. Ich will an der Stelle auch ganz kurz noch erwähnen, es ist für Sie hier drüben auf der linken Seite auch eine Brücke, möglicherweise aus schwierigen Abstimmungsverhältnissen herauszukommen. Denn Sie, die uns immer mit dem Finger auf uns zeigen, ja, Frau Fiosiene, kannst du genau hinhören,
Immer wird mit dem Finger auf uns gezeigt, wenn eine bestimmte Fraktion, ich nenne sie jetzt nicht mit Namen, mit uns gemeinsam abstimmt. Die Mehrheit im Ausschuss und die Mehrheit, die heute hier im Stadtrat für den federführenden Ausschussbericht entstehen würde, kommt nur durch die Stimmen einer ganz bestimmten Fraktion zusammen. Und wenn ihr das verhindern wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, ihr habt eine Brücke. Ansonsten müsst ihr euch heute fragen lassen, ob euch diese Stimmen tatsächlich für die Interessen eurer eigenen Politik in dem Fall gut und billig sind. Also ich würde mir das an eurer Stelle tatsächlich überlegen. Die Möglichkeit ist da, es gibt einen Kompromissvorschlag, der am Ende beide Interessen vereinen würde. Das ist der Ersetzungsantrag und ich bitte um Zustimmung. Und ja, bin damit am Ende. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schmidt, für die Einbringung des interfraktionellen Antrags. Wir haben jetzt drei Rederechte. Herrn Köhn von der Unternehmensgruppe Köhn, dann Frau Heidenreich von der Bürgerinitiative Leutewitzer Park und Herrn Braunling, die Initiative Ein Wald für Kotters Klima. Ich darf zunächst Herrn Köhn nach vorne bitten. Herr Köhn, seien Sie herzlich willkommen. Für die nächsten 5 Minuten steht das Rederecht Ihnen zu. Die Uhr zeigt Ihnen den Fortschritt der Zeit und ich darf Sie nun um Ihre Wortmeldung bitten. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, liebe Bürger von Dresden. Ich stehe heute hier vor Ihnen als Privatperson Uwe Köhn, der in Dresden bezahlbaren Mietwohnungsbau mit einer 50-prozentigen Sozialquote realisieren möchte. Denn laut unserem Baubürgermeister Herrn Kühn fehlen in Dresden 10.000 Sozialwohnungen und rund 46.000 bezahlbare Wohnungen, Quelle Sächsische Zeitung. Das Thema Parkerweiterung durch sozialen Wohnungsbau beschäftigt mich und Sie schon seit Jahren. Am 4.9.2019 habe ich den Antrag auf Einleitung eines Planverfahrens gestellt. Meine Fläche war zu diesem Zeitpunkt als Bauerwartungsland gekennzeichnet. Das Grundstück wurde von Herrn Professor Dr. Setzer von der TST Forstfahndung so beschrieben. Zitat: Die vorherrschende Bestockung rührt offenkundig überwiegend aus Sukzession einer einstmals andersweitigen intensiven Flächennutzung. Fundamentreste im Boden, eingefallene Bodengruben sowie Reste von Einzäumung fehlen sowie allerlei Unrat zeugen von einer vorhergehenden nicht forstwirtschaftlichen Nutzung dieser Fläche. Die Fläche wurde degradiert und partiell stark verdichtet. Ein klassischer Waldaufbau sowie gewachsenen Waldboden existiert auf dieser Fläche nicht. Ende Zitat. Dazu kommt, dass alle Bäume der Rußrindenkrankheit unterliegen und es eine ehemalige Gärtnerei bis in die 90er Jahren war. Auf der Fläche möchte ich und meine Familie unser Herzensprojekt realisieren. Dabei sollen 1/3 mit sozialem Wohnungsbau und 2/3, also 11.000 Quadratmeter, zur Parkerweiterung genutzt werden. Aber uns schlägt viel Gegenwind ins Gesicht, dass wir mittlerweile die Lust an Mietwohnungsbau verlieren. Denn es kommt mir so vor, als wenn ich betteln muss, um sozialen Wohnungsbau in Dresden erstellen zu dürfen. Alle Parteien, die hier anwesend sind, hatten sozialen Wohnungsbau auf ihrer Wahlagenda zur Bundestagswahl 2021 stehen, ganz besonders SPD und Grüne. Aber was ist heute damit? Unter Top 14 gab es hier eine Steilvorlage nach der anderen für mich. Da wird das kooperative Baulandmodell diskutiert, ob 15% oder 30% Sozialwohnungsquote. Das erschließt sich mir nicht. Das Angebot von mir als Privatperson mit 50% soll abgelehnt werden, aber in meiner betrieblichen Funktion als Bauträger und Investor soll ich dazu verpflichtet werden? Da stimmt doch was nicht, liebe SPD, liebe Grünen. Vielen Dank für Ihre zustimmenden Worte zum sozialen Wohnungsbau in Dresden. Wir wollen nun den sozialen Wohnungsbau oder wollen wir ihn nicht? Oder wollen wir ihn an nur bestimmten Orten, wo es keine Bürgerinitiative gibt? Was macht das für eine Auswirkung nach außen für uns Dresdner?
Was sollen zukünftige Investoren denken, wenn Ihre Entscheidung heute gegen die Einleitung eines Planverfahrens fällt? Ist das kein guter Tag für die Stadt Dresden. Und alle, die vom sozialen Wohnungsbau gesprochen haben, heute und hier, die haben gelogen. Denn damit muss ich meiner Pflicht als Waldbesitzer nachkommen und eine Naturverjüngung vornehmen. Und damit wird es auch keine Parkerweiterung geben. Ich fühle mich als Dresdner mit meiner Familie für sozialen Wohnungsbau in dieser Stadt alleingelassen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Köhn. Als nächstes für die Bürgerinitiative Frau Heidenreich. Frau Heidenreich, heiße Sie sehr herzlich willkommen. Für die nächsten 5 Minuten gehört das Rednerpult Ihnen. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Guten Abend, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren im Saal und an den Bildschirmen. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier heute reden zu können. Mein Name ist Mariana Heidenreich und ich arbeite seit vielen Jahren an der Professur für Meteorologie der TU Dresden. Dort werden unter anderem der Klimawandel und mögliche Anpassungsmaßnahmen an seine Auswirkungen untersucht. Mit Forschungsprojekten, auch unter Beteiligung der Stadt Dresden, wie zum Beispiel Heat Resilient City, die hitzeangepasste Stadt, dem Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises im Dezember. Mit diesen Projekten werden Akteure wie Sie bei der strategischen Planung und Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um die Risiken des Klimawandels für Städte, Gemeinden und ihre Bewohnerinnen zu minimieren. Die Daten der Klimastation zeigen eindrücklich den Trend zu höheren Temperaturen und mehr Hitzewellen. Klimamodelle für die Zukunft zeigen, dass sich diese Trends mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit fortsetzen werden. Und wie sich das real anfühlt, konnten wir unten links 3 Jahre in Folge 2018, 19 und 20 erleben. Heiße Tage mit Maximumtemperaturen von mehr als 30 Grad wurden festgestellt, viel mehr als im Durchschnitt. Im Durchschnitt sind es 7 Tage, in diesen Jahren waren es 28, 25 oder 14. Dresden als Großstadt spürt wegen des sogenannten Wärmeinsel-Effektes und der besonderen Lage im Elbtal die Auswirkungen der fortschreitenden Erwärmung besonders stark. Für die Dresdnerinnen und Dresdner bedeutet die steigende sommerliche Hitzebelastung eine Zunahme der gesundheitlichen Risiken bis hin zu einer erhöhten Sterblichkeit. Vor allem Ältere, Kranke und Kleinkinder sind betroffen, aber auch bei gesunden Menschen führt Hitze zu Erschöpfung und eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Und zur Hitze gesellt sich häufig Trockenheit mit den bekannten Auswirkungen auf Vegetation und Wasserhaushalt. Eine der wichtigsten Maßnahmen, um die Hitze in der Stadt erträglicher zu machen, ist eine ausreichend große und vernetzte grüne Infrastruktur. Bäume und Grünflächen wirken wie grüne Klimaanlagen, sie kühlen und reinigen die Luft. Wissenschaftliche Studien zeigen, größere Parks und Stadtwälder wirken nicht nur vor Ort, sondern auch in die umgebende Bebauung hinein. Und je größer diese Grün- und Waldflächen sind, desto größer ist der Effekt. Die Wirkungen von Stadtgrün sind vielfältig. Minderung der urbanen Wärmeinsel und damit der Hitzebelastung, Erhöhung des Wasserrückhalts und damit Dämpfung von Starkniederschlägen, Speicherung von CO2, also Klimaschutz, Reduktion von Lärm und Verbesserung der Luftqualität. Grün- und Waldflächen sind Orte für Erholung und Freizeit, erhöhen die Lebensqualität und liefern damit einen wichtigen Beitrag für die menschliche Gesundheit. Diese Funktionen und Leistungen von Stadtgrün spiegeln sich auch im Flächennutzungsplan der Stadt Dresden wider. Zitat: Um die lufthygienische und thermische Entlastungsfunktion von Kaltluftentstehungsgebieten und Kaltluftabflussbahnen für das Stadtgebiet weiter zu gewährleisten, sind diese unbedingt zu erhalten. Zitat Ende. Jetzt ein Blick auf die Klimafunktionskarte der Stadt Dresden im Themenstadtplan, erstellt vom Umweltamt, zeigt, dass der Leutewitzer Park und der nun bewaldete Bereich diese dringend benötigte Kalt- und Frischluft produzieren. Diese Fläche liegt am Südwesthang der Stadt Dresden und damit kann diese Kalt- und Frischluft auch in unterhalb gelegene Gebiete abfließen. Diese Funktion
lässt sich nicht mit verteilten und vereinzelten Ersatzpflanzungen an anderer Stelle reproduzieren. Eine Waldfläche ist immer mehr als nur die Anzahl ihrer Bäume. Auch zeitliche, finanzielle und soziale Aspekte sollten berücksichtigt werden. Die zur Diskussion stehende Fläche brauchte 30 Jahre ungefähr, um zu einem kleinen Stadtwald zu werden, und das ganz ohne finanzielle Investitionen der Stadt. Bäume pflanzen kostet Geld, Geld, an dem Mangel herrscht, genau wie an Flächen für Neupflanzungen. Und bis neu gepflanzte Bäume ihre volle Wirkung entfalten, vergehen Jahrzehnte. Laut dem Newsletter der Stadt reichen die personellen und finanziellen Mittel gerade einmal aus, um Baumverluste durch die Dürre der letzten Jahre auszugleichen. Zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, dass ökologische Fragestellungen natürlich auch soziale Ebenen haben, und das gilt in diesem Zusammenhang ganz besonders für Großstädte. Denn neben einem gesicherten Einkommen und Wohnraum ist auch der Zugang zu einer lebenswerten Umwelt Teil unseres Wohlstandes. Und gerade die Bewohner einer Großstadt, vor allem jene mit beengten Wohnverhältnissen, ohne Garten, ohne Balkon, sind auf öffentliches Grün angewiesen. Deren soziale Bedeutung ist damit immens. Dresden braucht nachhaltige Lösungen, die die Umwelt, Lebens-, Wohn- und Arbeitsqualität gleichermaßen berücksichtigen und nicht gegeneinander ausspielen. Ich hoffe, dass Sie als Vertretung der Dresdnerinnen, der Dresdner Bürgerinnen und Bürger dem Flächennutzungsplan und auch den Argumenten und Empfehlungen der Fachleute inner- und außerhalb Ihres Umweltamtes folgen. Diese Waldfläche ist auf vielfältige Weise wichtig und sie ist unersetzbar. Bitte erhalten Sie diese. Vielen Dank, Frau Heidenreich. Wir kommen zum nächsten Rederecht. Herr Braunling, die Initiative Ein Wald für Cottas Klima. Braunling, begrüße Sie herzlich. Das Rednerpult gehört für die nächsten 5 Minuten Ihnen. Die Uhr zeigt Ihnen rechtzeitig den Zeitablauf. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates. Sie wissen, dass wir hier heute nicht über ein neues Thema reden. Das Thema Wald oder Wohnraum am Leutewitzer Park beschäftigt uns schon seit 2015, und schon damals haben wir uns für den Erhalt des Waldes stark gemacht. Gebaut wurde damals trotzdem. Nicht zuletzt, weil ein Kompromiss bei der Größe des Projekts geschlossen wurde, weil die Übergabe des restlichen Grundstückes damals an die Stadt versprochen wurde und weil in die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 441 umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen vor Ort festgeschrieben wurden. Rückblickend muss man sagen, die Häuser stehen, aber der Wald ist bis heute nicht in städtischer Hand, und auf einen Kompromiss sollte jetzt plötzlich der nächste folgen. Mit Vorliebe wird dann erzählt, der Wald sei so krank und so viele Bäume müssen gefällt werden. Ja, na und? Wenn Sie krank sind, gehen Sie zum Arzt und nicht auf den nächsten Friedhof. Eine genauso beliebte Geschichte ist, der Wald ist in so schlechtem Zustand. Das Grundstück ist voll mit Müll und Fundamenten, und das ist alles von der alten Gärterei noch. Da wird natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich ist da schon auch was dran. Aber die Frage ist, warum ist das denn so? Ganz einfach, weil die Satzung 441 nach Umsetzung des Bauprojektes nicht erfüllt wurde. In der Satzung steht drin, der Wald ist zu beräumen, er ist zu entsiegeln, es soll eine Übergangsbepflanzung gesetzt werden und der Wald soll nachverdichtet werden. Passiert ist in den letzten 2 Jahren davon gar nichts. Meine Damen und Herren, wir sind nicht gegen Wohnungsbau oder gegen Sozialwohnungen. Und wenn der Bauträger ein geeignetes Grundstück bebauen möchte, haben wir mit Sicherheit nichts dagegen, zumal mit der versprochenen Sozialwohnungsquote von 50%, die wirklich aller Ehren wert ist. Wir sind vernünftig und wir haben uns mit einem Kompromiss arrangiert, der in Form der Satzung 441 damals festgehalten wurde. Und alles, was wir erwarten, ist, dass man sich an diese Vereinbarungen hält. Wir wissen und verstehen, dass hier, wie so oft, verschiedene Aspekte abgewogen werden müssen und Interessen ausgeglichen werden müssen. Aber die Faktenlage ist hier eindeutig. Hier steht Wald. Nach Definition des Sächsischen Waldgesetzes, bestätigt durch die Forst- und Umweltbehörden,
und amtlich gemacht im Flächennutzungsplan 2019. Und in dem Flächennutzungsplan steht auch, wie mit Wald und mit Grünflächen zu verfahren ist. Sie sind von hoher ökologischer, strategischer und sozialer Bedeutung für unsere Stadt, wie wir eben schon gehört haben. Und der Grünflächenverbund in Dresden soll gestärkt und ausgebaut werden und nicht gerodet. Deshalb sind die Bürgerinitiative und ihre Unterstützer sehr positiv gestimmt angesichts der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, die wir voll unterstützen. Wir selbst haben Ideen und Konzepte für diesen Wald und im Vorfeld dieser Sitzung haben uns wieder zahlreiche Meldungen erreicht von Organisationen, von Privatpersonen, mit Hilfsangeboten und Ideen für den Wald, von Spendenangeboten über Baumpatenschaften bis hin zur aktiven Beteiligung an der Waldpflege. Die Bevölkerung in Kotta steht hinter dem Wald und wir ermutigen den Stadtrat, der Beschlussempfehlung zu folgen und wir hoffen, dass damit der Weg frei wird, die erforderlichen Maßnahmen am Wald durchzuführen, damit er seine Funktion für die Stadt und die Bevölkerung erfüllen kann. Es gibt ein breites Interesse und viel Engagement in unserem Stadtteil und wir bieten ausdrücklich unsere Mitarbeit an. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Braunling. Nach Abschluss der Rederechte steigen wir nun in die Fraktionsrunde ein. Hier beginnt die Fraktion Freie Wähler. Herr Nitsche, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, Sie alle kennen das Märchen, in dem ein Müller behauptet, seine Tochter könne Gold spinnen. Und die Tochter, die möchte er mit einem König verheiraten, weil er dem König verspricht. Mit dieser Tochter wirst du ein reicher Mann. Wir alle kennen den Spruch, heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich mir der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilchen heiße. Denn das Versprechen kann nur funktionieren, wenn von außen ein ganz wunderbares Menschen, in diesem Fall Rumpelstilchen, kommt. Und wenn man die Helden vorhin gehört hat, dann erinnert mich das auch schon ein kleines bisschen an das Märchen. Und auch der Ursprungsantrag der Linken geht sozusagen ein kleines bisschen in diese Richtung. Es ist die Sehnsucht nach einem Idealzustand. Es ist der Idealzustand des deutschen Waldes. Das ideale Wald, tief, dunkel, zumindest muss ich daran denken, auch mit den Flächen zum Spielen. Und es ist der Idealzustand der Verfügbarkeit von Flächen zur Wohnungsbebauung. Aber wir wissen alle, in diesem Idealzustand bewegen wir uns nicht. Nein, wir haben nicht den tiefen, dunklen Wald an dieser Stelle und wir haben auch keine Flächen zur Wohnungsbebauung, die wir zum Tausch anbieten können. Wenn wir diese Flächen hätten, dann hätten wir höchstwahrscheinlich wesentlich mehr Flächen, die wir unserer WED zur Verfügung stellen können. Wir können als Stadtrat kein Gold spinnen und wir können als Stadtrat keine Flächen zur Verfügung stellen. Höchstwahrscheinlich. Zumindest auch Auskunft der Verwaltung. Aber in dem Kompromissvorschlag, der jetzt vorliegt, gibt es ja die Möglichkeit, dass die Verwaltung noch mal ganz, ganz, ganz tiefgehend prüft, ob es denn vielleicht doch Flächen gibt, mit denen man tauschen kann und die an einer anderen Stelle dem Investor erlauben, diese Investition in Sozialwohnungen und natürlich auch in andere Wohnungen zu tätigen. Und wir denken, dieser Kompromiss ist eine gute Lösung, denn es ist eine Prüfung, es ist kein Beschluss zum Bauen, es ist eine Prüfung, ob auf dieser Fläche gebaut werden kann und im Vorfeld, ob auf dieser Fläche vielleicht auch Wald stattfindet, weil es eine Tauschfläche gegeben hat. Wie gesagt, es ist die Prüfung, eine Aufstellung, es ist kein Baubeschluss. Und ich denke, wir alle hier im Stadtrat, die vorhin ja an einem Kompromiss teilhaben durften, auch wenn es davon etwas Widerstand gegeben hat, aber ein Kompromiss, der von vielen Seiten getragen wurde, können uns diese Entscheidung als Vorbild nehmen und ein weiteres Mal ideologiefrei abwägen. Und aus diesem Grund bitte ich um Zustimmung zum Änderungsantrag, zum Ersetzungsantrag, so wie er ihn allen vorliest, denn so können wir die Möglichkeit bekommen, zu prüfen, ob wir die Flächen haben und tauschen können oder alternativ, ob wir in die Prüfung des Bauens an dieser Stelle eintreten können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Nitsche.
Als nächstes die CDU-Fraktion. In der Fraktionsrunde dürfen Sie trotzdem. Okay. Dann Bündnis 90 Grüne. Herr Löser. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Stadtrat und auch der Bürgerinitiativen Leudewitzer Park begrüße Sie recht herzlich. Das ist sehr nett von dir, Mario Schmidt, dass du Brücken bauen willst, aber ein bisschen ist das hier wie bei Max und Moritz, wir waren ja schon gerade bei den Märchen, mit dem Meister Böck, ne? Ritsche, Ratsche, voller Tücke in die Brücke eine Lücke. Jetzt hofft man, dass man drüber geht und bemüht dafür die Behauptung der 50% Sozialwohnungsbau. Nicht schlecht. Seit Jahren beschäftigen wir uns mit diesem Thema und ich glaube auch, es wird Zeit, dass wir das Thema abschließen und klären. Wir befinden uns direkt am Leudewitzer Park in einer alten Gärtnerei. Es ist ja vorhin bereits dargestellt worden. Familie Köhn hat dieses Grundstück vor langer, langer Zeit erworben und aktuell im Flächennutzungsplan, auch das wurde schon gesagt, ist der Zustand dieses Grundstücks als Wald geführt. Und er ist im Außenbereich. Es gab eine Klarstellungssatzung und die Bürgerinitiative hat bereits beschrieben, aus ihrer Sicht war das der Kompromiss. Der Kompromiss ist schon da gewesen. Und jetzt versucht man über den Kompromiss hinaus mit der Begründung, man braucht ja einen Kompromiss, in das Waldgebiet hineinzubauen. Es gibt dort mit der Bebauung, die jetzt existiert von Herrn Köhn, er hat ja bereits dort Häuser gebaut, eine ganz klare Grenze. Wer vor Ort mal war, sich das angeschaut hat, sieht das. Da ist eine Hausgrenze und dann beginnt der Wald. Und genau diese Grenze wollen wir, wie die Bürgerinitiativen, wie der Stadtbezirksbeirat, erhalten. Natürlich ist das eine Abwägung, wenn gesagt wird, man will da jetzt Wohnungen bauen, man will 50% Wohnungsbau machen, dann ist das schön und ich freue mich, wenn Herr Köhn in all seinen Bauvorhaben in Zukunft sozialen Wohnungsbau macht. Freue ich mich drüber. Frage ich nach. Ich frage auch mal nach, wie das bisher in seinen Bauvorhaben so ist, ob er da auch schon 50% Wohnungsbau gemacht hat, Sozialwohnungsbau. Ich finde das Angebot okay, es ist sein Interesse dort zu bauen, ich verstehe das. Aber ich will auch mal klar sagen, wir reden hier darüber, dass 30% zu hoch sind und dass die Bauwirtschaft klagt. Wieso kann denn Herr Köhn dieses Angebot machen? Weil er dieses Land damals als etwas anderes gekauft hat, eben nicht als Bauland. Und genau diesen Gewinn legt er jetzt um. Und wir sind nicht bereit, das mitzumachen, dass man hier Sozialwohnungsbau ausspielt gegen ökologische Interessen. Denn das bedeutet ja in Zukunft, dann können wir in jeden Wald gehen, gehen wir in die Heide und sagen, hier kommt jemand, der will Sozialwohnungsbau machen, nur dann machen wir den Außenbereich hier auf, dann macht er vielleicht sogar 60%, weil so ein Stück Wald ist halt schön billig. Was ist denn das für ein Denken? Wir haben überhaupt gar nichts gegen sozialen Wohnungsbau, wirklich null. Aber doch bitte nicht mit dieser Verknüpfung. Und die Linke hat im Ausschuss, wie wir finden, ja einen guten Vorschlag gemacht. Und der ist aus unserer Sicht schon sehr, sehr weitgehend, weil er sieht ja bereits vor, dass die Verwaltung sich auf den Weg macht und schaut, wo Herr Köhn sozialen Wohnungsbau machen kann. Natürlich vor der Erwartungshaltung, wie die Grundstückssituation in Dresden ist. Und genau deswegen, glaube ich, lassen wir es an dieser Stelle bei dieser Sache auch bewenden. Wir finden den Ausschussbericht gut. Wir sagen ganz klar, wir bekennen uns zum Wald im Leutewitzer Park. Wir glauben, dass es aber dann auch sinnvoll ist, dass dieses Grundstück durch die Stadt abgekauft wird. Der Leutewitzer Park selber hat eine Menge Bäume, die krank sind, die wahrscheinlich auch bald umgesägt werden. Da muss neu gepflanzt werden. Wir haben den jungen Wald daneben, der aufwächst. Wir glauben, in dem Zusammenbringen dieser beiden Grundstücke ist für den Stadtteil eine große Chance. Eine große Chance für einen wirklichen Grünraum, der auch ökologisch einen Wert hat. Insofern ja zum Ausschussbericht, ja zur Suche nach einem Grundstückergebnis offen und aber ganz klar nein zur Bebauung in den Wald hinein und für den Leutewitzer Park. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Löser. Nächster Redner ist Herr Laczynski.
Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Die Vorlage, über die wir heute sprechen, erhitzt ja nun schon seit rund einem Jahr die Gemüter in Leutewitz, aber auch in ganz Dresden. Wir stehen hier seit über einem Jahr vor der Frage, ob das Bebauungsplanverfahren für dieses Gebiet überhaupt gestartet werden sollte oder ob man es besser gleich sein lässt. Fürsprecher führen oft den Mangel an Sozialwohnungen und die steigenden Mieten an. Würde man dieses Argument für sich betrachtet an anderen Stellen Dresden zur Anwendung bringen, ohne dabei ansatzweise die Umgebung zu berücksichtigen, hätten wir bald jede Menge Flächen für den sozialen Wohnungsbau. Beispielsweise im Großen Garten, auf den Elbwiesen oder der Dresdner Heide. Allein dieses kurze, absurde Gedankenspiel sollte zu der Erkenntnis führen, dass bei solchen Entscheidungen auch noch andere Aspekte berücksichtigt werden müssen. Die Aspekte, die für diese Entscheidung unserer Fraktion heute ja maßgeblich sind, würde ich jetzt mal kurz aufführen. Man kann zu den Hypothesen des menschengemachten Klimawandels stehen, wie man will. Eines ist unbestritten. Bäume sind ein wesentliches Element, vor allem in urbanen Gebieten, für den sommerlichen Wärmeschutz. Und Bäume sind ein wesentlicher Bestandteil, um die Luftqualität in unserer Stadt zu bewahren. Deshalb setzt sich die AfD auch für den Erhalt der verbliebenen städtischen Waldflächen ein. In dem Gebiet, was hier bebaut werden soll, haben wir eine der wenigen überhaupt noch zusammenhängenden Waldstücke in Cotta. Dies zu opfern für ein paar Mehrfamilienhäuser, deren Architektur, wenn überhaupt mittelmäßig ist, halte ich hier für die falsche Entscheidung. Ein weiterer Aspekt für unsere Entscheidung heute, der maßgeblich ist, ist das Votum des Stadtbezirksbeirates, also derjenigen, die direkt gewählt vor Ort die Interessen der Anwohner vertreten. Dieser hat sich ein umfassendes Bild von der Situation gemacht. Bei der Stadtbezirksbeiratssitzung hatte sowohl der Investor als auch die Vertreter verschiedener Bürgerinitiativen die Möglichkeit, ihre Argumentation in die Waagschale zu werfen. Am Ende hat sich der Stadtbezirksbeirat mit gerade mal 2 Ja-Stimmen bei 14 Nein-Stimmen gegen dieses Projekt ausgesprochen. Ein Votum, das hätte kaum deutlicher ausfallen können, ein Votum, das wir hier im Stadtrat ernst nehmen sollten. Denn hier geht es um nichts Geringeres als um die Wertschätzung unserer Stadtbezirksbeiräte bei der Gestaltung unserer Stadt. Ich war selbst bei dieser Sitzung des Stadtbezirksbeirates damals anwesend gewesen. In der Diskussion dort wurde ein Umstand aufgeworfen, der auch für mich persönlich maßgeblich für unsere heutige Entscheidung ist. Und zwar hat der Stadtrat 2017 mit der Ergänzungssatzung 441 und deren Begründung den Beschluss gefasst, dass auf der damals bereits bewaldeten Fläche entlang der Ockowitzer Straße 3 dieser Mehrfamilienhäuser entstehen dürfen, wenn direkt im südlich angrenzenden Wald Waldersatzmaßnahmen vorgenommen werden. Es wurde ja schon angesprochen, es handelte sich hier um einen Kompromiss, mit dem alle mitgehen konnten. Es wurde festgelegt, den Bauschutz zu entfernen, aufzuforsten und die Zugänglichkeit des Waldes auf definierte Eingangsstellen zu begrenzen und geordnete Waldzugänge zu schaffen. Im Glauben, dass diese Maßnahmen bei dem Bau dieser Häuser tatsächlich umgesetzt werden, stimmte der Stadtrat vor 4 Jahren diesem Projekt einstimmig zu. Die Häuser sind seit 3 Jahren fertig, der Waldpark ist es bis heute nicht. Jetzt soll genau an dieser Stelle Häuser gebaut werden, wo vor 4 Jahren noch versprochen wurde, einen Park entstehen zu lassen. Auch dieses Mal wieder das Angebot, im Gegenzug dann die verbliebene Waldfläche als Parkerweiterung mit Spielplatz zu spenden. Jetzt aber wirklich. Falls sich jemand fragt, was der Begriff Salamitaktik bedeutet, bekommt es hier veranschaulicht. Wir als AfD-Fraktion vertreten hier ganz klar die Position. Wenn den Leutewitzern vor 4 Jahren der Wald auf dieser Fläche versprochen würde, dann soll sich der Stadtrat auch darum kümmern, dass die Leutewitzer diesen Park erhalten. Dabei ist es vollkommen unerheblich, was im Nachgang noch zwischen Investor und Stadtverwaltung ausgehandelt wurde. Der Beschluss des Stadtrates und Begründung zum Satzungsbeschluss ist maßgebend. Dessen Umsetzung einzufordern, ist die Aufgabe des Stadtrates und eine Frage der Glaubwürdigkeit des Stadtrates gegenüber den Dresdner Bürgern. Wenn sich dann Stadträte, die schon vor 4 Jahren hier in diesem Gremium saßen und sich an diesem Beschluss beteiligt hatten, heute hinstellen und so tun, als würden sie von nichts mehr wissen, habe ich dafür kein Verständnis. Wir entscheiden heute also nicht nur über den Beginn eines Bebauungsplanprozesses für weitere fragwürdige Architektur. Wir entscheiden vor allem darüber, ob der Stadtrat seinen Stadtbezirksbeiräten die Wertschätzung zuteilwerden lässt, die sie verdienen. Und wir entscheiden heute über die Glaubwürdigkeit des Stadtrates gegenüber den Bürgern von Dresden. Insofern erscheint der Vorschlag des Grundstückstauschs als einziger Ausweg, um noch zu der versprochenen Parkerweiterung in Gänze zu kommen. Deswegen werden wir auch dem Ausschussbericht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Wertz. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Stadträte und liebe Stadträte, man muss natürlich die ganze Geschichte erzählen. Und die ganze Geschichte ist die, dass im Juni 2019 der
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau die Verwaltung aufgefordert hat, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Und der ist jetzt Gegenstand dieser Vorlage. Also im Prinzip ist es nicht so, dass hier abschließend schon was beschieden worden ist, sondern auf Initiative des seinerzeit auch durch die SPD in den Stadtrat gekommenen Vorsitzenden des Mietervereines hat Herr Köhn im Prinzip ist an die Stadt herangetreten und hat dann im Prinzip auch im Bauausschuss diesen Beschluss erzeugt. Das gehört zur Vollständigkeit dazu und so viel auch zur Planungssicherheit für Bauträger in Dresden. Was liegt zwischenzeitlich auf dem Tisch? Es liegt auf dem Tisch ein Baugebiet von reichlich 4000 Quadratmetern. Es geht ja mitnichten um einen riesigen Wald, der abgeholzt werden soll, um dieser Dramatisierung erstmal vorzubeugen. Gleichzeitig sollen die anderen 11.000 Quadratmeter dieses Waldes, also zwei Drittel, sollen der Stadt Dresden übereignet werden, zuzüglich einer 500.000 Euro für die Aufarbeitung des Waldes, Beseitigung der Überreste der Gärtnerei, Aufforstung, Gestaltung, wie auch immer. Nachdem es zu Problemen gekommen ist, ist das Angebot des Bauträgers erweitert worden. Er hat im Prinzip zugesagt, zunächst 30% und dann 50% Raum für Sozialwohnungen und gleichzeitig auch eine Vorabmachung mit der Wohnen in Dresden, also der WED, vorgelegt, um dieses Projekt gemeinsam oder in irgendeiner Form als Dienstleistung, wie auch immer, für die WED zu realisieren, auch diese Sozialwohnung dann der WED ins Eigentum, die Verwaltung zu geben, eben als Bauprojekt, was für die WED durchgeführt wird und dann eben käuflich erworben wird. Das wischen wir jetzt alles vom Tisch und wir kriegen gar nichts. Wir kriegen keinen Wald, wir kriegen kein Grundstück, wir kriegen keine Sozialwohnung, wir kriegen auch keine kommerziellen Wohnungen, wir kriegen gar nichts. Bleibt alles, wie es ist. Und zur Vollständigkeit, das hat sich im Ausschuss herausgestellt, oder bestätigt, herausgestellt hat sich es schon vorher, aber da war es so fantastisch, dass man es nicht glauben mochte. Es ist ja im Prinzip vereinbart gewesen in der Klarstellungssatzung, dass das Gartengrundstück oder das Waldgrundstück der Stadt Dresden übergeben wird. Und da ist immer in Abrede gestellt worden, dass das durch die Köhns geleistet worden wäre. Das ist aber nicht so gewesen, sondern es ist vielmehr so gewesen, dass Herr Köhn an die Verwaltung herangetreten ist, das Grundstück angeboten hat, allerdings eine Bedingung gestellt hat. Und eine Bedingung, die ich finde, wenn der Stadtrat ordnungsgemäß befragt worden wäre, hätten wir da alle zugestimmt. Er hat nämlich die Bedingung gestellt, dass er, falls das Grundstück doch irgendwann mal zu Bauland werden sollte, er oder seine Nachkommen einen Wertausgleich bekommen. Das heißt, er wollte einfach vorbauen, dass er sozusagen das Grundstück für 1 Euro im Quadratmeter oder als Wald oder als Grünland für ein paar Cent pro Quadratmeter weitergibt und wir dann im Bauausschuss die Hand heben und sagen, jetzt machen wir aber dort für die WED ein schönes Bauprojekt. Ich finde das nachvollziehbar und ich finde es einigermaßen skandalös, dass die Verwaltung hier unter Oberbürgermeister Dirk Hilbert so versagt hat und dieses Angebot nicht an uns herangetragen hat, denn das hätte der Stadtrat entscheiden müssen. Wie also weiter? Es zeichnete sich keine Mehrheit für einen Aufstellungsbeschluss ab und ich würde auch einem Aufstellungsbeschluss sofort zustimmen, weil ein Aufstellungsbeschluss ist kein Baubeschluss. Darin werden diese Dinge, die in der Umwelt befürchtet werden, erstmal fundiert geprüft. Es gibt einen Umweltbericht und damit kann man sich richten. Und mich überzeugen auch einige Dinge, die hier vorgetragen worden sind, nicht. Es ist zum Beispiel so, Aufheizung der Stadt, klar. Wenn wir am Schlesischen Platz, einer der heißesten und auch lufttechnisch schmutzigsten Stellen der Stadt, das restliche Grün, 110 alte Bäume abholzen, da meldet sich niemand, also keine Meteorologin, keine Bürgerinitiative. Das passiert einfach so nebenbei mit, das ist auch schon passiert. Und dort geht es wirklich um die letzten Grünoasen in einem stadtklimatischen Sanierungsgebiet, in einem überhitzten Gebiet. Wenn wir dem vor, und da kommt dann am Ende noch ein sogenanntes neues urbanes Mischgebiet mit verringerten Lärmanforderungen mit größeren Baudichten hin und wo dann überhaupt kein Grün mehr da ist. Es wird dann im Prinzip ein bisschen bautechnisch grün gewaschen, indem dann irgendwie Solaranlage draufkommt und ein Gründach. Das ist dann der Ersatz sozusagen für schattiges Großgrün. Wirkt nur begrenzt. Wenn wir aber durchgrünt bauen wollen, also dort, wo genau diese vulnerablen Gruppen, die unter der Hitze leiden, kühl wohnen könnten, ja, das wird dann abgelehnt unter der Maßgabe, das wäre stadtklimatisch nicht verträglich, das verstehe ich nicht. Also wir verdichten überhitzte Stellen in der Stadt immer mehr und wenn durchgrünt verträglich gebaut werden soll auf einem begrenzten Gebiet in der Stadt, dann lehnen wir es ab und wischen es vom Tisch. Aber ich will nicht verhehlen, ich habe auch in der eigenen Fraktion keine Mehrheit bekommen, sondern herausgekommen ist ein Kompromiss, den alle unterschreiben können, den alle zustimmen können, der auch im federführenden Ausschussbericht so niedergelegt worden ist, nämlich der Wald, die Grünanlage bleibt und die Stadtverwaltung wird beauftragt, im Austausch ein Ersatzgrundstück zu finden, wo der
Bauträger sein Bauvorhaben mit 50% Sozialwohnungen dann auch umsetzen kann. Und ich bitte um Zustimmung zu diesem federführenden Ausschussbericht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wirz. Als nächstes Herr Engel, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich kann mir tatsächlich eine kleine Reaktion auf Herrn Wirz nicht verkneifen, weil Sie haben ja so ein bisschen den Exkurs gewagt auf das Bauprojekt hinterm Bahnhof Neustadt. Also mich haben da Anwohnerinnen und Anwohner angeschrieben und kontaktiert, weil sie die Planung nicht gut fanden. Ich war da vor Ort und habe mit den Leuten gesprochen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass tatsächlich die Maßgaben, die in einem Aufstellungsbeschluss mal formuliert wurden, nämlich ein größtmöglicher Baumerhalt in diesem Areal, dass die von der Verwaltung im weiteren Planprozess nicht beachtet worden sind. Das war das Problem in diesem Prozess. Also ich sehe nicht, dass wir hier so eine Scheinauseinandersetzung oder eine Auseinandersetzung haben zwischen, sag mal so, Verhinderungsgeschehen am Stadtrand und irgendwie so Projekten, die im Stadtkern einfach durchlaufen. Nein, so ist es nicht. Ich glaube, wir müssen da in allen Stadtquartieren aufmerksam sein und auch wirklich klug abwägen. Aber um was geht es tatsächlich hier heute bei dieser Bebauungsplanung? Es geht um ein Areal, was in weiten Teilen Herrn Köhn gehört. Nicht ausschließlich 1000 Quadratmeter des Areals gehören der Stadt Dresden, wie man im Themenstadtplan mittlerweile auch sehen kann. Ist eine Sache, die wurde uns erst nach sehr, sehr systematischen Nachfragen überhaupt mal bekannt gegeben, dass die Stadt Dresden auch an dieser Bebauungsplanung gewisse Aktien hat. Wenn man Areal wo es jetzt derzeit um 44 Wohneinheiten geht, das ist die aktuelle Zahl, die durch die Medien auch geschwirrt ist, da kann man ein Gefühl dafür gewinnen, welche Größenordnung wir sprechen. Und wir haben ein Areal, was, das wurde schon erwähnt, im Flächennutzungsplan als Waldfläche vorgesehen ist, ebenso auch im Landschaftsplan und zudem es sehr, sehr klare Aussagen auch in der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 441 gibt. Das will ich jetzt auch gar nicht wiederholen. Ich glaube, es zeigt schon, dass es eben nicht so einfach ist, wie Herr Köhn darstellt. Da will jemand Wohnungen bauen und dann verhindern es andere. Nein, es gibt durchaus überragende Planung, die an dieser Stelle durchaus aus nachvollziehbaren Gründen eben keinen Wohnungsbau, keine andere Art von Bebauung vorsehen. Und ich glaube, da muss man dann auch zu einer ernsthaften Auseinandersetzung kommen und kann nicht einfach sagen, liebe SPD, liebe Grüne, jetzt macht mal und macht's mal so und so. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Und natürlich, dieses Areal hat eine sehr großes Potenzial für die Erweiterung des Leutewitzer Parks. Das hat ja auch der Stadtbezirksbeirat mehrfach kundgetan. Ich will aber auch klar sagen, um was es hier nicht geht. Es geht nicht darum, einem einzelnen Investor vom Kopf zu stoßen. Es geht nicht darum, ihn zu verdammen. Es geht auch durchaus nicht darum zu sagen, das ist ein miserables Projekt. Das Projekt hat sich weiterentwickelt. Jeder, der sich damit auseinandersetzt, wird das auch feststellen können. Das tun wir auch anerkennen. Aber es geht aus meiner Sicht am Ende eben auch um eine überragende Fragestellung. Und natürlich klingen 50% Sozialwohnungsanteil erstmal verlockend. Irritiert mich nur immer ein wenig, wenn solche Angebote zuerst mich als Stadtrat in mein Mailpostfach erreichen und die Stadtverwaltung darüber nie von Seiten des Investors in Kenntnis gesetzt wurde. Das ist eine Vorgehensweise, die erzeugt bei mir eine gewisse Skepsis. Aus meiner Sicht müssen wir hier tatsächlich auch eine Entscheidung treffen. Die Beschlussempfehlung des Bauausschusses ist dafür eine sehr, sehr gute Grundlage. Ich glaube, es gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, auch mal zu sagen, okay, ein Aufstellungsbeschluss, den wollen wir nicht fassen, weil wir wollen nichts suggerieren, was wir im weiteren Prozess nicht halten können. Auch das ist Verlässlichkeit gegenüber Investoren. Dementsprechend würde ich mich sehr freuen, wenn wir heute zu einem klaren Votum kommen und tatsächlich vielleicht im Stadtteil so peu à peu auch wieder zu einem Konsens kommen zwischen allen Beteiligten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Engel. Nächster Redner ist Herr Zastrow. Ja, sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich bin dem Kollegen Wirz sehr dankbar für die Genese, die er heute noch mal vorgetragen hat. Er hat im Endeffekt alles, was uns bei dem Projekt in den letzten Monaten, Jahren beschäftigt hat, nochmal korrekt, ausführlich und vor allem auch mit dem gesamten Dilemma, in dem wir stecken, hier formuliert. Das Einzige,
was dann eben nicht zu seinen Ausführungen passt, ist der Antrag, in den das Ganze dann von den beiden Linken gemündet ist und der jetzt ja zur Grundlage dann im Bauausschuss geworden ist. Denn genau dieser Antrag führt zu dem, was Sie, lieber Kollege Wirz, ganz zum Anfang gesagt hatten, bei den ersten Sätzen Ihrer Rede: Wir bekommen nichts. Wir haben Stillstand dort weiter und all das, was man sich hier so wünscht, wird am Ende mutmaßlich genauso nicht kommen, meine Damen und Herren. Ich will aber gar nicht ins Detail einsteigen, sondern ich will schon die Grundsatzfrage stellen, weil diese Grundsatzfrage uns in den letzten Jahren hier am meisten wahrscheinlich von allen Fragen, die im Stadtrat diskutiert worden sind, beschäftigt hat. Nämlich, wie stehen Sie, liebe Kollegen von den Grünen, von den Linken, von der SPD, zum sozialen Wohnungsbau? Waren das alles Phrasen? War das alles nur Gerede? Wie stehen Sie wirklich dazu? Denn es gibt kein Thema, was intensiver diskutiert worden ist. Und die Frage nach sozialem Wohnungsraum, nach bezahlbarem Wohnungsraum, hat alles in diesem Stadtrat bestimmt. Es war für viele Fraktionen hier, für viele Parteien das zentrale Wahlkampfthema. Mit dem Thema der Wohnungsnot wurde hier Wahlkampf gemacht und wurden auch Wahlergebnisse erzielt, meine Damen und Herren. Und was haben wir im Stadtrat getan? Wir haben viele, viele Entscheidungen getroffen, die in Richtung bezahlbares Wohnen gegangen sind. Und zwar sehr schwierige und übrigens auch sehr teure Entscheidungen. Wir haben sogar eine kommunale Wohnungsgesellschaft hier wieder gegründet. Und dieser kommunalen Wohnungsbaugesellschaft schieben wir jedes noch so kleine Grundstück, jedes noch so kleine Pfitzelchen zu, um dort sozialen Wohnungsbau zu realisieren, meine Damen und Herren. Wir haben gerade eben, und die Reden auch gerade von Ihnen, liebe Kollegen von der Linksfraktion, habe ich noch genau vor Frau Barkow noch im Ohr, haben wir gerade eben zum kooperativen Baulandmodell gesprochen. Es war Ihnen zu wenig. Aber auch da ist ein ganz entscheidender Schritt gemacht worden. Auch da ging es wieder um den sozialen Wohnungsbau. Und auch dort wird den Investoren in dieser Stadt in den nächsten Jahren doch auch eine ganz schöne, enge Fessel angelegt. Auch da ging es wiederum nur darum. Und es gibt eine neue Diskussion, das heißt, viele hier im Stadtrat wollen der Vonovia große Wohnungsbestände jetzt abkaufen, um sozialen Wohnungsbau zu gestalten, meine Damen und Herren. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir einen Investor, der auf seinem eigenen Grundstück, und zwar sogar nach, wurde ja richtig gesagt, nach Aufforderung durch den Stadtrat, auf dem eigenen Grundstück Wohnungsbau, so dringend benötigten Wohnungsbau in dieser Stadt realisieren möchte. Und er tut das mit einer Quote, über der wir ja nie zu träumen wagten. Vor allem Sie auf der linken Seite werden davon nie geträumt haben, nämlich 50% der Fläche dafür zur Verfügung zu stellen. Was für ein Angebot. Und das schlagen Sie aus. Und Sie schlagen noch dazu aus, dass dort aus einem, ja, Sie sagen Wald, also ich habe es mir auch angeguckt, also sehr ungepflegt, was dort ist. Die Perspektive ist eine ganz andere, nämlich ein ökologisches Schmuckstück zu bekommen, nämlich einen richtigen Park zu bekommen, einen viel größeren Leutewitzer Park, der tatsächlich dann am Ende auch wahrscheinlich die stadtklimatischen Wirkungen haben kann, meine Damen und Herren. Das schlagen Sie aus. All das schlagen Sie aus, meine Damen und Herren. Das ist nicht konsequent. Das ist nicht das, was Sie bisher in diesem Stadtrat immer gesagt haben. Und das verstehe, wer will. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Sastro. Zum Abschluss der Fraktionsrunde für die Dissidenten, Herr Lichti, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, jetzt haben viele schon die Genese dargestellt, meistens richtig, oft auch falsch oder verkürzt. Ich möchte deswegen ein bisschen einen anderen Einstieg setzen. Herr Braunling hat es gesagt, auch ich bin mit diesem Thema seit 2015, als ich zum ersten Mal da draußen war, befasst. Und damals war die Lage wie folgt. Der Eigentümer, Herr Köhn, hatte damals illegalerweise eine große Fläche abgeholzt, ohne Genehmigung in einem Wald. Unter anderem auch dort, wo er jetzt nach der Abgrenzungssatzung auch diese jetzt schon stehenden Häuser errichten konnte. Daraufhin
hat Ihnen die Stadtverwaltung eine Auflage erteilt, bitte forste auf. So schön, so gut. Was die Stadtverwaltung nicht getan hat, ich bedauere sehr, dass die verantwortliche Bürgermeisterin heute nicht anwesend ist. Was hat die Stadtverwaltung gemacht? Sie hat diese Rechtspflicht, die Wiederaufforstung durchzusetzen, nicht durchgesetzt. Das wurde dann damit beschönigt, dass ja diese Abgrenzungssatzung jetzt im Geschäftsgang sei. Herr Braunig hat es richtig dargestellt. Das war der Kompromiss. Genau das war der Kompromiss. Da haben wir dann damals gesagt, naja, okay, gefällt uns nicht, aber so ist es halt. So. Dann hat Herr Köhn diese Häuser bekommen. Ihm wurde auf dieser Fläche faktisch damit die Auffassungspflicht erlassen. Das wollen wir mal festhalten. Dann hat er weitere Auflagen bekommen im Abgrenzungsbeschluss. So. Und das hat mich dann wirklich aufgeregt. Herr Wirtz hat es auch angesprochen schon. Es kam am Mittwoch vor anderthalb Wochen raus in der Sitzung des Bauausschusses, dass der Geschäftsbereich 7 unter der Leitung von Frau Eva Jenigen, vertreten durch den Leiter der unteren Forstbehörde, Herr Lange, der hat es uns ausgeführt, im Jahre 2019 in einer Beratung mit Herrn Köhn darauf verzichtet hat, die Auflagen aus dem Satzungsbeschluss durchzusetzen. Ich habe das zum ersten Mal gehört und ich war entsetzt. Es gehört zu dieser Geschichte dazu, dass die Stadtverwaltung Dresden mehrfach Recht und Gesetz und Auftrag des Stadtrates nicht erfüllt hat. Ich frage mich, warum? Wenn jetzt hier gesagt wird, Herr Köhn wurde mit seiner Salamitaktik, wurde richtig gesagt, hier dazu aufgefordert. Ich frage jetzt mal, welche Spiele werden eigentlich hier in der Stadtverwaltung gespielt? Wir haben natürlich das Stadtplanungsamt auch gefragt, wie sieht es denn aus? Ich möchte Ihnen jetzt nicht das Gesicht von Herrn Schuckert beschreiben, das verbietet die Höflichkeit. Ich deute es nur an. Er hat es nur ins Gesicht gezeigt. Er war sehr höflich, wie er immer ist. Aber Fakt ist, wie es der Herr Engel ausgeführt hat, von der Frage 50% hat die Stadtverwaltung nie irgendetwas gehört. Nie. Alles, was hier an Versprechungen gemacht wird, zum x-ten Male, seit mittlerweile 7 Jahren von Herrn Köhn, geht über die Presse und kommt bei den Verantwortlichen nicht an. Weder in der Stadtverwaltung noch im Bauausschuss. Ich sage Ihnen ganz klar, Herr Köhn ist nicht seriös. Ich muss es so hart sagen. Ich war sehr froh, aber ich glaube, meine Hoffnung trügt, dass die Frau Heidenreich zum ersten Male das richtig dargestellt hat. Frau Heidenreich, ich erzähle das seit vielen, vielen Jahren im Umweltausschuss, im Bauausschuss. Und immer wenn ich davon anfange, hören alle weg, interessiert sie nicht. Dann kommt die Haltung raus vom Herrn Zastrow, der das bezeichneterweise überhaupt nicht verstanden oder erwähnt hat. Es handelt sich nicht um eine x-beliebige Fläche, wo man Wohnen bauen kann. Es handelt sich um eine wertvolle Fläche. Und ich versuche es Ihnen nochmal zu sagen. Sie ist deswegen besonders wertvoll, weil sie an einem geschlossenen Waldstück anknüpft, weil sie in Hanglage ist, deswegen die Kaltluft fließen kann und weil sie relativ innenstadtnah ist, auch relativ elbnah. Das sind Qualitäten, die ersetzen Sie nie, wenn Sie 2,5 Bäume irgendwo in der Stadt an den Straßenrand setzen und das dann Ausgleich nennen. Und ich wünsche mir einfach mal, dass das in der Stadt Dresden mal anerkannt wird, dass Wald einen Wert hat und nicht einfach nur eine Fläche ist, wo noch kein Haus steht. Deswegen, ach so, Herr Bürgermeister Kühn, ich habe noch eine Frage. Also der Herr Schmidt hat es, glaube ich, so wirklich herzlich dargestellt. Ich kann es nicht anders sagen. Also wenn ich mir den Punkt 2 des Ersetzungsantrages hier der Rechten mir angucke, dort soll praktisch, wenn das nicht klappt, die Einigung zwischen Herr Köhn und der Stadtverwaltung, praktisch eher ipso, also ohne weiteren Akt, der Bebauungsplan in Kraft treten. Ich habe dort hohe rechtliche Zweifel, ob das überhaupt zulässig ist. Und zum Zweiten, also wirklich, Ihr Antrag ist also unglaublich. Wie dumm halten Sie uns eigentlich? Wenn Sie den Antrag so beschließen wollen, dann geben Sie Herrn Köhn alle Trümpfe in die Hand. Dann einigt sich nämlich Herr Köhn gar nicht mit der Stadtverwaltung, sondern sagt, ach nee, ging nicht irgendwas und dann kriegt er seinen Bebauungsplan. Also dann ist sogar das, was Herr Wirtz gesagt hat, vernünftiger. Deswegen, meine Damen und Herren, bitte ich Sie, dass Sie dem Bericht des Bauausschusses zustimmen
Und ich muss sagen, wenn ich jetzt verärgert war, ich weiß, ich bin es oft, aber in der Frage bin ich wirklich verärgert, weil hier wirklich über Jahre hinweg gelogen wird, die Unwahrheit erzählt wird und immer wieder mit den gleichen falschen Behauptungen gekommen wird. Ich bitte den Stadtrat, dass er endlich hier mal einen Deckel drauf macht und die Sache abschließt. Danke. Vielen Dank, Herr Lichti. Eine Wortmeldung von Herrn Böhm. Ja, Herr Erster Bürgermeister, der Kollege Lichti und so einige Vorredner haben mich jetzt doch nochmal dazu ermutigt, hier vorzugehen. Kollege Lichti, ich finde es erstmal sehr schwierig, hier in jemanden, der in dieser Stadt Wohnungen bauen will, als unseriös und der Lüge und sonstiger Dinge zu bezichtigen. Das ist unwürdiger Stil. Das hat hier in diesem Rat nichts zu suchen. Punkt 2, und das ist aus meiner Sicht viel schwerwiegender, es gibt schon die Regelung und die Vorgabe, dass aus nicht öffentlichen Ausschusssitzungen hier nicht vorgetragen wird. Kollege Lichti, Sie haben hier verschiedene Dinge aus der nicht öffentlichen Sitzung dargelegt. Das ist so nicht zulässig. Das ist zu rügen. Jetzt vielleicht noch mal zum Thema. Ich finde das ja nett, wie verlogen die Debatte läuft hier beim Thema sozialer Wohnungsbau und auch beim Thema ökologischer Betrachtung. Lieber Kollege Löser, lieber Kollege Lichti und alle anderen von Rot-Rot-Grün, alle Baupolitiker und Umweltpolitiker, ich habe mir vorhin gerade eben mal die Luftbilder angeschaut vom Areal Alter Leipziger Bahnhof, Schlachthofgelände. Wissen Sie, wie grün das ist? Was das für eine große grüne Fläche ist? Da stehen noch Bäume. Es wird sehr spannend sein, wie Ihr Lieblingsprojekt, wie da mit Wald und mit Grün umgegangen wird. Der Kollege Lichti, jetzt ist er, glaube ich, verschwunden, hat ja nicht zu Unrecht gesagt, wie schwierig das mittlerweile ist, im Innenstadtbereich Ausgleich zu schaffen. Und diese Fläche, wo die Bäume stehen und wo Grünfläche ist, befindet sich mitten in der Stadt. Das können Sie nirgendwo ausgleichen. Auch dort werden Sie abwägen müssen. Und dann werden wir schauen, wie das geht. Vielleicht noch ein anderer Aspekt auch. Wir haben mittlerweile einen relativ hohen Leerstand im Innenstadtbereich bei neu gebauten Wohnflächen. Warum haben wir das? Weil zum einen die Mietpreise und Kaufpreise sehr hoch sind und zum anderen diese Flächen insbesondere für Familien häufig uninteressant sind. Weil wer möchte sein Kind in der zugepflasterten Innenstadt allein spielen lassen? Diese Fläche dort in einem eigentlich relativ grünen Leutewitz bzw. Kotta würde sich wunderbar eignen dafür, dass man dort Wohnungen schafft, auch Sozialwohnungen für Familien, die auch bezahlbar sind, weil sie natürlich nicht in dieser teuren Lage sind. Vielleicht noch ein Wort an Kollegen Engel. Ja, ein Aufstellungsbeschluss und ein B-Plan-Verfahren ist dafür da, auch am Flächennutzungsplan Änderungen vorzunehmen. Das ist Tagesgeschäft. Das passiert regelmäßig. Und dann muss Ausgleich geschaffen werden. Und, ich sage mal, Kollege Zastrow hat es auf den Punkt gebracht und Kollege Würz hat es zum Anfang auch auf den Punkt gebracht. Wenn man dort einen Wald haben will, dann muss man sich mit dem Eigentümer ins Benehmen setzen. Und wenn Sie ihm das Bauen auf dem kleinen Stück, was er da noch möchte, nicht zugestehen, dann wird das weiterhin eine Brachfläche sein und es wird niemandem helfen. Danke. Vielen Dank, Herr Böhm. Herr Kühn würde die angeforderte Positionierung zum zweiten Beschlusspunkt des Ersetzungsantrags aufnehmen und danach habe ich noch eine Wortmeldung von Herrn Wirz. Also zunächst mal die Kollegin Jenigen, Herr Lichti, ist heute krankheitsbedingt verhindert und die untere Fürstbehörde hat ja in der Ausschusssitzung deutlich gemacht, dass das Durchsetzen der Aufforstung ausgesetzt wurde, weil man davon ausgegangen ist, dass die Vorlage, über die wir hier reden, zügig entschieden wird. Wer auf die Vorlage guckt, die trägt das Datum 25. Februar 2020.
Zu Ihrer Frage, was den interfraktionellen Ersetzungsantrag angeht, der ja jetzt als Tischvorlage ausgereicht ist, das müssten wir rechtlich prüfen. Ich hätte auch Zweifel, dass sozusagen so ein bedingtes Aufstellen eines Bebauungsplans, so wie das hier in der Abfolge dargestellt ist, mit dem Baugesetzbuch konform ist. Aber das müssten wir da tatsächlich prüfen. Also das kann man jetzt sozusagen ad hoc nicht sagen. Die Herausforderung ist, sage ich jetzt mal, Beschlusspunkt 1, schon die Frage, was ist eine gleichartige Fläche? Gleichartig würde ja bedeuten Außenbereich und Wald. Darauf kann man ja nicht bauen. Wenn es eine Fläche wäre, die sozusagen 34er Gebiet ist, also wo Baurecht erlangt werden kann, ist die natürlich von der Wertigkeit, also sprich was der Quadratmeter Bauland dann kostet, entsprechend mit dem Verkehrswert anzusetzen. Das heißt, Herr Köhn müsste dann entsprechend für dieses Grundstück einen Wertausgleich vornehmen, weil natürlich, klar, eine Fläche, die ich bebauen kann, einen anderen Grundstückswert aufweist als ein Stück Wald. Und da bin ich gespannt, ob wir dazu dann zum Ergebnis kommen, weil es bedeutet natürlich, dass dann entsprechender finanzieller Ausgleich in erheblicher Größenordnung dann notwendig wäre. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes Herr Wirz und dann war noch eine Wortmeldung von Herrn Nitsche. Ja, Herr Bürgermeister Kühn, Sie können das ruhig so zur Abstimmung stellen. Der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan, der ist im Prinzip verzichtbar für die Gültigkeit des Bebauungsplans. Er ist nur wichtig, wenn man einen Plan sichernde Instrumente ziehen möchte, wie zum Beispiel eine Veränderungssperre. Da eine Veränderungssperre nicht in Frage kommt, weil so und so nach 34 nicht gebaut werden kann, ist der Aufstellungsbeschluss eigentlich auch ein Stück weit hier sowieso, steht im luftleeren Raum und ist eigentlich für das ganze Verfahren nicht notwendig. Normalerweise kann man den Bebauungsplan, das ist auch schon getan worden, einfach mit dem Entwurf beginnen. Also der ist keine Voraussetzung und auch da, selbst wenn es ein Fehler wäre, wäre der unerheblich für die Gültigkeit eines Bebauungsplans, der hier so und so keine Mehrheit hat. Aber nochmal zur Debatte, Herr Lichti, eins geht nicht. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan ist ein ergebnisoffenes Verfahren. Darüber kann trefflich, plural, demokratisch gestritten werden. Man kann dafür sein ohne spezielle Begründung, man kann auch dagegen sein, aus ehrenhaften oder auch aus egoistischen Gründen, ist vollkommen egal. Am Schluss geht es hier, ein Bebauungsplan wird gültig, wenn es eine Mehrheit gibt. Was aber nicht geht, ist, dass man im Verlauf der Debatte Leute anschwärzt, den Gerüchte in die Welt setzt und hier den irgendwie persönlich am Zeug fliegt. Und ich habe mir viel angehört, ich habe mir auch viel geprüft, aber von diesen ganzen Vorwürfen, die hier der Familie Köhn gemacht worden sind, ist keine einzige bewiesen worden. Ja, da wurde immer viele Gerüchte in die Welt gesetzt, wenn die Familie Köhn jetzt den Wald pflegt, wir haben ja gehört, der Wald ist teilweise krank, dem Waldbesitzer obliegt eine Verkehrssicherungspflicht, im Prinzip bedrohte Bäume, die aufs Nachbargrundstück zu fallen drohen, die müssen gefällt werden, weil sie niemand gefährden dürfen. Der Wald ist auch öffentlich zugänglich. Da wird die Polizei gerufen, weil man dürfte das ja nicht. Und das ist ja auch eine Lektion, die Sie gelernt haben, dem ganzen Verfahren, dass gesagt worden ist, na Moment mal, das ist Wald. Das ist kein Naturschutzgebiet, das ist kein Landschaftsschutzgebiet, das ist kein Flora-Fauna-Habitat. Und ein Wald ist erstmal im Prinzip Wirtschaftswald. Ein Wald darf bewirtschaftet werden und ein Wald darf im Zuge der Bewirtschaftung auch gefällt werden. Das ist nämlich das, was da rauskam. Insofern ist das überhaupt nicht zu beanstanden, was da passiert ist. Das mag einem passen oder nicht, aber es ist niemandem zum Vorwurf zu machen. Und wenn im Prinzip hier irgendwelche vollstreckungswürdigen Dinge in irgendwelchen Vereinbarungen, Verträgen und Satzungen stehen, dann sind die vollstreckbar. Und da ist es nicht dem Herrn Köhn zum Vorwurf zu machen, dass es vielleicht nicht getan wird. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass die Verwaltung aus dem und jenen Gründe, weil sie eigenen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, eben das gar nicht kann. Das ist also vollkommen offen. Und es ist auch für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan auch unerheblich, weil am Ende braucht man hier gar keine Zweifel zu ziehen oder zu streuen, ob der dann am Ende seine Verpflichtung nicht einhält.
Bestandteil eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Das ist immer der städtebauliche Vertrag. Und außerdem ist möglich, im vorhabenbezogenen Bebauungsplan auch eine Verfallsregel einzubauen, wenn nicht innerhalb einer bestimmten Zeit realisiert wird, dann auch, dass das Baurecht sozusagen verfällt. Und in diesem städtebaulichen Vertrag haben wir eben jede Menge Freitext und können dort alle Vereinbarungen, die Sozialwohnungsquote, den Grundstückstausch etc. können wir dort im Prinzip zivilrechtlich vollkommen rechtssicher abfassen und am Ende auch im Prinzip durchsetzen. Insofern ist es hier auch nicht lauter, hier in irgendeiner Form Gerüchte zu streuen, dass es am Ende nicht umsetzbar wäre. Das ist alles hieb- und stichfest machbar. Das ist im Prinzip auch in anderen vorhabenbezogenen Bebauungsplänen schon gemacht worden. Und insofern hätte ich die Bitte, dass wir hier in der Diskussion fair bleiben, dass wir im Prinzip ehrlich miteinander umgehen und hier nicht im Prinzip Gerüchte streuen und irgendwelche Leute einfach im Prinzip vollkommen haltlos anschwärzen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag von Frau Krause. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich bitte darum, dass Sie in der Sitzungsleitung auf die Einhaltung der Redezeiten achten. Ich habe den Eindruck, dass wir hier gerade sehr detailliert nahezu Ausschussarbeit machen. Und darüber hinaus beantrage ich jetzt Ende der Rednerliste. Vielen Dank. Ich kann Ihnen versichern, ich achte auf die Einhaltung der Redezeit, was die 5 Minuten angeht. Maßen wir aber kein Urteil an, ob das, was in den 5 Minuten gesagt wird, gesagt werden muss und sinnvoll ist, weil das ist natürlich Ihr Recht als Stadträtinnen und Stadträte. Ansonsten wurde Ende der Rednerliste beantragt. Es gibt im Moment noch einen Redner, aber ein Geschäftsordnungsantrag ist abzustimmen. Bitte um das Handzeichen. Wer für Schluss der Rednerliste, die dann mit Herrn Nitsche endet, ist, bitte ich um Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser Geschäftsordnungsantrag hat mit 30 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen, 8 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Herr Nitsche, bitte. Ja, wenn dieser Beschluss jetzt dazu führt, dass der Herr Bürgermeister Kühn mir auf meine Fragen nicht mehr antworten kann, wäre das ja traurig. So, meine Damen und Herren, ich hätte jetzt bezüglich Herrn Kühns Äußerungen noch eine kleine Ergänzung bzw. 2 Fragen. Meine Ergänzung wäre folgende: Wenn Sie zitieren, dann bitte vollumfänglich. Es geht um eine gleichartige Fläche zur Errichtung von Wohnungen. Und da es sich bei der Fläche, auf der die Wohnungen errichtet werden sollen, um ungefähr 4.000 Quadratmeter handelt und um diese besagten 11.000 Quadratmeter, die die Stadt bekommen soll, nicht, die dann sozusagen zur Wohnungsbebauung angeboten werden müssen, würde sich eine Tauschfläche von 15.000 Quadratmetern gegen 4.000 Quadratmeter richten, auf denen dann die Wohnungen errichtet werden können. Das wäre bezüglich des Wertausgleichs durchaus so, dass dann auch die Stadt was dazu zahlen könnte. Ja, so, erster Punkt. Zweiter Punkt, der Herr Lichti und der Herr Löser haben ja nun aus der nicht öffentlichen Sitzung mehrfach zitiert, dass die Stadtverwaltung Herrn Köhn nie kontaktiert hätte, beziehungsweise Sie keine Informationen diesbezüglich hätten. Da hätte ich von Ihnen gern eine Antwort darauf bekommen, ob das der Fall ist oder nicht. Und die nächste Frage ist die, im Punkt 2 des Ausschussberichtes steht keine Terminierung drin. Was halten Sie für einen Termin für möglich, an dem der Beschluss Punkt 2 des Ausschussberichts erfüllt werden könnte? Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weise nochmal darin, Schluss der Rednerliste bedeutet, dass nach diesem Redner keiner mehr redet. Insofern kann ich Herrn Latinski nicht mehr dran nehmen und auch Kollegen Kühn nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist im Rahmen des Abstimmungsverfahrens, wenn Sie Anträge stellen oder zwingende Verständnisfragen zum Abstimmungsgang als solches, also rein geschäftsordnende Dinge. Ansonsten ist nach Schluss der Rednerliste jetzt grundsätzlich in das Abstimmungsverfahren einzutreten, was bedeuten würde, zunächst die Abstimmung über den interfraktionalen Ersetzungsantrag, sollte der keine Mehrheit bekommen, dann über den federführenden Ausschussbericht. Zur Geschäftsordnung, Herr Genschmer. Also, wenn ich mich recht an die Diskussion erinnere, hat Herr Lichti Herrn Kühn schon gebeten, in der Rede, bevor wir Ende der Rednerliste beantragt haben, ein paar Fragen zu beantworten.
Und da könnt ihr die von Herrn Nitsche genauso noch mit beantworten. Könnte er rein theoretisch, wenn er noch mal dran käme? Er war ja vorhin dran und Schluss. Ist richtig. Aber der Stadtrat hat Geschäftsordnung beschlossen, die Rednerliste ist beendet. Und Rednerliste gilt für alle Teile. Der einzige Punkt wäre, wenn es ein Fraktionsantrag wäre, dann das Schlusswort des Antragstellers kann man mit Schluss der Rednerliste nicht beenden. Das Schlusswort stellt einem zu. Da es aber eine Verwaltungsvorlage ist, wo es eine Änderung gibt, gibt es dort also auch kein Schlusswort des Einreichers. Zur Geschäftsordnung noch, Herr Wirz. Ja, ich möchte beantragen, dass der Punkt 4 des interfraktionellen Ersetzungsantrages von CDU, FDP, Fraktion Freie Wähler ergänzend zum federführenden Ausschussbericht abgestimmt wird. Das ist also insofern ein Änderungsantrag zum Ersetzungsantrag, der vor dem Ersetzungsantrag kommt, bedeutet Punkt 4 plus federführender Ausschuss. Wäre insofern weitergehend zum Ergänzungsantrag. Zur Geschäftsordnung, Herr Gilke? Nee, nicht zur Geschäftsordnung, sondern nochmal zum Ende der Rednerliste. Letztlich gesehen ist ja der Herr Kühn aufgefordert worden, was dazu zu sagen. Und damit war er ja automatisch als Letzter auf dieser Rednerliste. Dann haben wir die Rednerliste geschlossen und damit greift eigentlich der Hinweis noch, dass er noch reden kann. Und ich halte es nicht für unwichtig, was der entsprechende Bürgermeister zu sagen hat. Und ich finde, das sollte er noch sagen. Und wie gesagt, rein formal, er wurde aufgefordert, was dazu zu sagen, am Ende. Und damit ist sozusagen der Letzte, sozusagen das Schlusslicht der Rednerliste. Dann wurde die Rednerliste zugemacht und das Schlusslicht wollen wir natürlich jetzt noch haben. Danke. Gut, ohne die grundsätzliche Situation mit Schluss der Redner aufzuweichen. Verwaltungsvorlage heißt, grundsätzlich könnte ein Schlusswort der Verwaltung erfolgen. Das kann ich Herrn Kollege Kühn noch kurz geben und dann gehen wir wie sortiert in das Abstimmungsverfahren ein. Herr Kollege. Also ich bedanke mich für das Engagement, das ich noch mal vortragen darf. Also die Information, dass Herr Kühn 50% belegungsgebundenen Wohnraum schaffen will, also das, was unlängst in der Zeitung zu lesen war, haben wir tatsächlich sowohl das Stadtplanungsamt als auch ich als Bürgermeister eben aus der Zeitung erfahren. Also wir haben keinen aktuellen Schriftwechsel mit Herrn Köhn geführt, beziehungsweise das Angebot ist tatsächlich über die Zeitung an uns gelangt. Zum Beschlusspunkt 2, also die Frage mit dem Eigentümer mit Herrn Köhn in Verhandlungen zu gehen und nach einer gleichwertigen Fläche zu suchen. Da würde ich einschätzen, dass wir natürlich dieses Jahr hier nutzen können und das innerhalb des Jahres 2022 erledigen können. Wenn wir Flächen haben, kann man sich an den Tisch setzen. Sie wissen, das Problem ist, dass wir die Flächen, die wir im eigenen Besitz haben, in erster Linie ja in die WED einlegen. Das haben Sie auch immer so beschlossen. Und wenn Sie nicht sozusagen für die WED geeignet sind, also meistens zu klein zum Beispiel, dann haben wir sie ja für Bauergemeinschaften angeboten, so wie wir es aktuell ja auch machen auf der Mohoner Straße. Insofern, da wir keinen entsprechenden großen Flächenpool haben, sie wird in nächster Zeit die Vorlage zum strategischen Flächenerwerbs- und Entwicklungskonzept erreichen, wo es darum geht, ja letztendlich eine Flächenankaufspolitik zu betreiben, um überhaupt eine Flächenpool zu haben, wo man eben zum Beispiel Grundstücke tauschen kann. Wird das eine Herausforderung werden, aber ich sage jetzt mal, die Prüfung und die Gespräche zu führen, dafür, denke ich, reicht dieses Jahr aus und ob wir da erfolgreich sind, wird sich zeigen. Wir haben das ja schon mal gescannt, grob, ja, einen reichhaltigen Flächenpool, auf den können wir halt noch nicht zurückgreifen. Das ist so. Vielen Dank, Herr Kollege. Wir treten dann ins Abstimmungsverfahren ein. Von der Historie, es gibt einen federführenden Ausschussbericht. Zu dem Bericht gibt es einen interfraktionalen Ersetzungsantrag. Und zu diesem Ersetzungsantrag gibt es einen Änderungsantrag, der lautet, streiche die Punkte 1 bis 3 des Ersetzungsantrages und verbinde den Punkt 4 mit dem Bericht des federführenden Ausschusses.
Also die Änderung der Ersetzung ist insoweit geschäftsordnungsmäßig der weitestgehende Antrag, würde insofern zuerst abgestimmt. Einverstanden? Herr Wertz. Ich möchte einfach den Punkt 4 im federführenden Ausschussbericht ergänzen. Gut, wenn Sie das wollen, dann würden wir zuerst den interfraktionalen Antrag abstimmen. Und nur wenn der abgelehnt wird, kommen wir zum Ausschussbericht und dann können Sie da die Ergänzung machen. Genau. Können wir so machen. Okay. Dann machen wir das so. Als erstes stimmen wir ab über den interfraktionellen Ersetzungsantrag und ich bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem zustimmen. Gegenstimmen? 18, Enthaltung? Dieser hat bei 23 Ja-Stimmen, 44 Nein-Stimmen ohne Enthaltung keine Mehrheit gefunden. Wir kommen nun zur Geschäftsordnung. Tut mir leid, aber ich beantrage eine Wiederholung der Zählung durch namentliche Abstimmung. Ich denke, das Abstimmungsverhalten, was wir jetzt gerade gesehen haben, sollten wir tatsächlich noch mal namentlich dokumentieren, weil, wie gesagt, ich habe es vorhin in der Rede schon erwähnt, die Fraktionen, die immer mit dem Finger auf uns zeigen, haben sich gerade eine Mehrheit durch die AfD geholt. Und ich glaube, das sollte noch mal dokumentiert werden. Danke. Gut, Herr Trostmann. Frau Gertig, liest. Noch, wie das angeht? Hallo? Hallo? Ah. Danke. Hab's hingekriegt. So. Okay, gut, geht los. Frau Arnert? Frau Apel? Herr Aschenbach? Herr Aschenbach? Nein? Entschuldigung, ich verstehe ganz wenig. Ich darf bitte für die Abstimmung um Ruhe bitten und dass Sie bitte Ihre Plätze einnehmen und wir die namentliche Abstimmung so, dass alle hören, ordnungsgemäß durchführen können. Herr Aschenbach? Danke. Nein. Ach so. Frau Barko? Frau Bischofberger? Herr Blödner? Herr Böhm? Herr Braun? Herr Dr. Brauns? Herr Breuer? Frau Kaspari? Herr Kolditz? Frau Dagen? Herr Dr. Deppe? Ist nicht da. Herr Dietze, Herr Drews, Herr Engel, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmar, Herr Gilke, Herr Göhler, Frau Kraul, Herr Hannig, ist nicht da, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, Frau Holowenko, Herr Kaden, Herr Kaniewski, Herr Kiesling, Frau Krause, Nils Gröber, Herr Krüger, Herr Lazinski, Leo Lenz, Herr Lichti, Herr Lommel, Herr Löser, Herr Maloney, Frau Marschner, Herr Mattes, Frau Mühle, Herr Müller, Frau Nikolov, Herr Nitsche, Frau Dr. Osiander, Herr Pinkert, Herr Rentsch, Frau Schanetzki, Frau Schewe, Herr Schmelich,
Herr Schmelig? Ach so, nein. Nein. Entschuldigung. Herr Schmidt? Herr Schollbach? Frau Dr. Schöps? Herr Dr. Schulte-Wissermann? Herr Schulze? Frau Siebeneicher? Frau Sturm? Herr Vetterlein? Frau Dr. Vogel? Frau Wagner? Frau Walter? Nicht da. Frau Wendt? Herr Wiedemann? Herr Wirz? Herr Zastro? Herr Hilbert? Ach ja. Die Wiederholung der Zählung in der amtlichen Abstimmung hat ein Ergebnis gebracht von 23 Ja-Stimmen, 44 Nein-Stimmen ohne Enthaltung. Wir setzen dann fort. Nochmal zur Geschäftsordnung, Herr Lichti. Eine persönliche Erklärung. Wir sind ja mit der Abstimmung noch nicht durch. Entschuldigung. Wir würden jetzt fortsetzen mit dem Änderungsantrag von Herrn Wirz, den Punkt 4 aus dem interfraktionellen Antrag als Ergänzung für den federführenden Ausschussbericht zu nehmen. Wer dafür ist, Punkt 4 aus dem Ersetzungsantrag interfraktioneller Art als Punkt 4 des federführenden Ausschusses, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 30 Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen und einer Enthaltung keine Mehrheit gefunden. Und wir kommen dann damit zum unveränderten Bericht des federführenden Ausschusses als Schlussabstimmung. Bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 46 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen ohne Enthaltung eine Mehrheit gefunden. Vielen Dank. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 18 geschafft. Herr Lichti, eine angekündigte persönliche Erklärung. Ja, vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister. Ich bin von Herrn Böhm und Herrn Wirz hier persönlich angegriffen worden. Unter anderem haben Sie behauptet, ich hätte Vertrauliches aus der Ausschusssitzung mitgeteilt und ich hätte den Herrn Köhn unziemlich angegriffen. Zum Ersten ist zu sagen, dass das nicht so ist und im Übrigen auch nicht mit meinem Verständnis als Stadtrats- und als Volksvertreter, sage ich mal, ist das, was im Ausschuss gesagt wird, durchaus von hohem Interesse. Zum Zweiten, das wird vielleicht den einen oder anderen wundern, aber ich kann dann an dieser Stelle mitteilen, dass auch ich mit Herrn Köhn mindestens einmal, nach meiner Erinnerung sogar dreimal, über das Thema gesprochen habe. Und insbesondere habe ich auch die Frage der Übertragung für 1 Euro an die Landeshauptstadt mehrfach angesprochen, was mir Herr Köhn auch zugesagt hatte. Und deswegen fühle ich mich persönlich von Herrn Köhn getäuscht. Das sage ich hier ganz offen, weil das ist hier nicht erfolgt. Und vor diesem Hintergrund habe ich diese öffentliche Bewertung in meiner Rede abgegeben. Wenn es erforderlich ist, das nochmal so genau darzustellen, dann habe ich das hiermit gern getan. Danke. Jetzt auch nochmal Geschäftsordnung oder persönliche Erklärung, Herr Laczynski. Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Da wir indirekt vom Kollegen Schmidt hier auch angesprochen und auch Anwürfe gegen uns ausgeteilt wurden,
würde ich dem mal entgegnen. Vielleicht verabschiedet sich die CDU zukünftig von den Gedanken, dass wir ausschließlich für die CDU da sind, um Mehrheiten zu beschaffen, dass wir vielleicht auch mal einen eigenen Willen haben. Vielen Dank. Selbiges Herr Wirtz, bitteschön. Ja, ich möchte auch noch mal einen Teil meiner persönlichen Abstimmung auch erklären. Ich habe hier im Prinzip, obwohl Sie mich ja fast in der Sache überzeugt haben, gegen diesen Aufstellungsbeschluss am Ende gestimmt, wie er im Prinzip verklausuliert enthalten war, weil ich es nicht ertragen kann, wenn mir fern der Sache im Prinzip versucht wird, wie von Herrn Schmidt geschehen, mich vom vermuteten Abstimmungsverhalten einer anderen Fraktion irgendwie, da hätte ich im Gegenteil abzustimmen. Also das geht so nicht. Sie können mich gerne immer wieder in der Sache überzeugen, aber bitte nicht mit solchen Methoden. Vielen Dank. Noch eine Abstimmungserklärung oder was ist das? Ein Arm gibt es im Prinzip da nie. Ja, also die heutige Debatte hat dazu geführt, dass ich sehr selten ausnahmsweise meiner Fraktion nicht gefolgt bin. Ich würde jetzt den Bürgermeister Kühn ein Stück weit auch daran messen, dass es ihm gelingt, mit dem Herrn Kühn eine nach dieser, finde ich, hässlichen Debatte, die mir nicht gefallen hat, ihm gegenüber, war dem Hause unwürdig gegenüber. Und wenn der Herr Kühn es schafft, das zu befriedigen, da hat er einige Pluspunkte gesammelt, das möchte ich persönlich sagen. Danke. So, jetzt haben wir erstmal alle Erklärungen abgearbeitet, den Tagesordnungspunkt 18 abgearbeitet.